Hallo liebe Freunde des Naturkundemuseums. Heute in dieser Folge wollen wir den Meeren auf den Grund gehen. Und damit fangen wir dort an, wo das Meer aufhört, nämlich am Strand. Also lehnt euch mit mir zurück und genießt das Rauschen des Meeres. Und? Geht's los? Nein. Ich warte noch auf was. Worauf? Darauf, dass etwas an den Strand gespült wird, dessen Geschichte ich erzählen kann. So wie das da vielleicht? Ja, ganz genau. Na, dann kannst du losgehen. Ja. Cool. Nur dann gehe ich Haie angeln. Bis dann, viel Spaß. Ja, toll. Findet ihr Strandgut genauso faszinierend wie ich? Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr am Strand spazieren geht und schöne Steine findet oder Muscheln oder gar so einen Bernstein, der in Wirklichkeit versteinertes Harz ist von vor Millionen von Jahren verstorbenen Bäumen? Aber habt ihr schon mal sowas hier gefunden? Das ist ein sogenannter Donnerkeil, der seinen Namen vor Hunderten von Jahren bekommen hat von den Menschen, die an der Küste Norddeutschlands gelebt haben. Sie dachten nämlich, das sind die Spitzen von Blitzen, die der Donnergott Donor bei Gewitter auf die Erde geschleudert hat. Deswegen haben sie sie auch zum Schutz vor Gewitter unter ihre Dächer gelegt. Tatsächlich, was wir mittlerweile wissen, sind das aber die versteinerten hintersten Spitzen von ausgestorbenen Tintenfischen, den sogenannten Belemniten. Diese hatten einen Auftriebskörper in ihrem Inneren und dieses Element diente als Gegengewicht, damit sie waagerecht schwimmen konnten. Man kann sich das so vorstellen. Hier ist das hintere Ende des Tintenfisches, dann wäre hier ungefähr der Kopf und hier würden die Arme ansetzen. Das heißt, die waren gar nicht so groß. Es gibt allerdings auch einen Tintenfisch, der bis zu 3 Meter lang geworden ist. Aber auch dieses Stückchen Treibholz ist sehr interessant. Schaut euch nur diese vielen kleinen Löcher an, die dort drin sind. Diese stammen von dem sogenannten Schiffsbohrwurm, der in Wirklichkeit kein Wurm ist, sondern eine Muschel. Und diese dringt als Larve, als winzige kleine Larve, in das Holz ein, gräbt sich mit ihren Muschelschalen immer tiefer in das Holz rein und frisst es so von innen auf. Tatsächlich sieht man von draußen den Befall nicht und merkt erst, wenn es zu spät ist, nämlich wenn das Schiff, auf dem man steht, unter den Füßen auseinanderfällt. Auf diese Weise hat vermutlich auch Kolumbus einige seiner Schiffe verloren. Diese Schiffe landen dann auf dem Meeresgrund und wenn der Bohrwurm sie nicht mittlerweile komplett aufgefressen hat, dann liegen sie wohl noch immer dort. Und zwar neben schätzungsweise 3 Millionen weiterer Schiffswracks, die innerhalb der letzten 8000 Jahre gesunken sind. Warum 8000? So alt ist das älteste gefundene Boot der Welt, ein sogenannter Einbaum, den die Menschen in der Steinzeit gebaut haben. Mittlerweile sind die Boote natürlich viel komplexer geworden, aber eins waren sie nie, vor dem Untergang gefeit. Sie sanken in Stürmen, in Seeschlachten oder schlicht durch menschliches Versagen und liegen auf dem Grunde der Meere. Tatsächlich hält Holz viel länger im Wasser als Metall, sodass die Titane mittlerweile eigentlich auseinanderfällt. Im Gegensatz dazu gibt es ein Schiffswrack, das 2400 Jahre alt ist und noch komplett erhalten. Sogar der Mast steht noch. Das liegt in einer sauerstoffarmen Zone im Mittelmeer und ist eine Fundgrube für Forscher. Denn Schiffswracks sind vor allem eins, eine Zeitkapsel. Durch ihre Bauweise und durch das, was auf den Schiffen transportiert wurde, können die Forscher herausfinden, wie die Menschen damals gelebt haben, wie ihre Kultur war und was sie sich ausgedacht haben, um die Meere zu überqueren. Ich sagte ja gerade, dass die Titanic auseinanderfällt, da sie aus Metall besteht und dieses Metall allmählich korrodiert. Und es gibt noch andere Metalle, die in den Meeren liegen, die rosten und auseinanderfallen, was ein großes Problem darstellt. Ich rede von Munition. In den Meeren liegt jede Menge Munition, die auseinanderfällt und dadurch giftige Substanzen freisetzt, wie zum Beispiel Blei, Quecksilber oder auch TNT. Und das wurde nachgewiesen, indem man solche Miesmuscheln
in entsprechenden Gebieten ausgesetzt hat und in ihnen TNT nachgewiesen hat. Solche Miesmuscheln sind übrigens noch an anderer Stelle sehr nützlich, in der Aquakultur nämlich, denn sie sind Filtrierer, das heißt, sie nehmen das Wasser auf, atmen es ein und nehmen darüber Nährstoffe auf. Und damit säubern sie das Wasser. Und in so einer Aquakulturanlage, in der Fische gezüchtet werden, fällt natürlich sehr viel Dreck an. Und den nehmen die Muscheln auf, säubern das Wasser und schützen es so vor Überdüngung. Das heißt, sie sind nicht nur lecker für manche von euch, sondern auch wirklich sehr hilfreich. Und hier im Museum haben wir noch eine ganz besondere Sammlung von solchen Muscheln und Schnecken. Und die zeige ich euch jetzt. Ich habe euch hier eine kleine Auswahl zusammengestellt von diversen Gehäusen von Muscheln und Schnecken. Und selbst hier könnt ihr sehen, wie ungeheuer vielfältig diese Tiere sind. Es gibt sie in den verschiedensten Größen und Formen, Farben und Mustern. Und einige tragen so absonderliche Namen, wie zum Beispiel diese hier, das ist der sogenannte grüne Turban. Oder diese lustigen Gehäuse heißen Skelettspindel. Das hier ist eine Teufelskralle. Und diese Schnecke hier drin heißt gestreifte Bettdecke. Wie kommt also diese Diversität zustande? Und dafür schauen wir uns mal kurz den Lebensraum dieser Tiere an, nämlich den Meeresboden. Kommt einmal mit. So ungefähr sieht doch der Boden aus, den ihr von der Nord- oder Ostsee kennt, nicht wahr? Es ist also eine sandige, braune Masse, gespickt mit mehreren Gehäusen von Schnecken und Muscheln. Das, was wir hier konkret sehen, ist der Meeresboden, wie er hier vor 30 Millionen Jahren ausgesehen hat, als sich das Meer von der Nordsee aus hierher ausgebreitet hat. Das heißt, was wir hier sehen, diese Schalengehäuse, die gibt es heutzutage nur noch in dieser Form. Sie sind also alle ausgestorben. Und jetzt möchte ich euch kurz etwas darüber erzählen, wie die enorme Diversität dieser Schnecken und Muscheln zustande gekommen ist. Und dafür schauen wir uns jetzt mal ein Bild an von dem Querschnitt des Ozeans. Der Meeresboden, das sogenannte Bental, beginnt bereits oben an der Küste und verläuft bis in die tiefsten Tiefen des Meeres. Dementsprechend unterschiedlich sind also die Einflüsse, denen der Boden und die darauf lebenden Bewohner ausgesetzt sind. Hier oben in der Spritzzone, also an der Zone, wo das Meer auf die Küste trifft, herrschen demnach ganz andere Bedingungen als im sogenannten Hadal, so nennt man den Boden der Tiefsee. Wir haben dort also ganz andere Lichtverhältnisse, eine andere Wasserbewegung, anderes Substrat. Dazu kommt natürlich noch die geografische Lage des Bodens und entsprechend unterschiedliche Temperaturen. Während an der Küste Sand oder Felsen zu finden sind, besteht der Boden der Tiefsee aus Sedimentschichten, die stellenweise bis zu 600 Meter mächtig sind. Die Lebewesen des Meeresbodens, das sogenannte Benthos, leben unmittelbar über, auf oder auch in dem Meeresboden und haben sich entsprechend an diesen Lebensraum angepasst. Und so sind also diese unterschiedlichsten Arten entstanden. Jede dieser Art hat sich an ihren entsprechenden Lebensraum angepasst. Zum Beispiel haben wir hier diese sogenannte Steckmuschel. Und wie der Name schon sagt, steckt sie wirklich fest im Boden drin. Tatsächlich hat sie aber auch noch, was man jetzt hier nicht sieht, sogenannte Byssusfäden, mit denen sie sich im Substrat fest verankert. Aus diesen Fäden wurde übrigens früher sogenannte Muschelseide produziert. Die ist das kostbarste Stoffmaterial der Welt. Mittlerweile wird sie nur noch auf einer einzigen Insel in dem Mittelmeer produziert, denn diese Muschel steht mittlerweile unter Naturschutz. Auch die Miesmuschel hält sich mit ihren Byssusfäden an festem Untergrund wie Stein oder Holz fest. Und wie wir vorhin gelernt haben, lebt der Schiffsbohrwurm hauptsächlich in Holz und hat sich entsprechend an diesen Lebensraum auf seine Art angepasst. Hingegen dazu hat sich die Herzmuschel tief in dem weichen Bodensand eingegraben. So habt ihr also gelernt, jede Art hat sich entsprechend ihres Lebensraums mit ihrem Körperbau und mit ihrem Verhalten
angepasst. Worin unterscheiden sich jetzt eigentlich Muscheln und Schnecken? Wie kann ich sie auseinanderhalten? Es ist eigentlich ganz einfach. Muscheln bestehen aus zwei Schalen. Zum Beispiel diese Sandklaffmuschel besteht eigentlich aus zwei Schalen. Wir finden meistens mal nur eine Schale davon, aber es gehört noch eine zweite dazu. Im Gegensatz dazu, eine Schnecke wie diese hier hat nur ein Gehäuse. Es gibt aber noch eine andere Eselsbrücke und die hat ganz viel mit Köpfen und Füßen zu tun. Denn diese Muscheln werden auch Kopflose genannt oder auf Latein Acephala. Im Gegensatz dazu heißen Schnecken Gastropoden. Das bedeutet übersetzt so viel wie Bauchfüßer. Es gibt sogar noch eine Gruppe, die Cephalopoden heißt. Das sind dann die sogenannten Kopffüßer. Und zu denen gehört auch der eingangs erwähnte Tintenfisch. Das heißt also, selbst dieses große Stück hier ist eine Schnecke. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe bei dem Anblick von so einer Schnecke immer das Bedürfnis, sie mir ans Ohr zu halten, um das Meer rauschen zu hören. Tatsächlich können wir aber nicht das Meer rauschen hören und auch nicht unser Blut. Es ist in Wirklichkeit irgendein Geräusch aus diesem Raum, welches in derselben Frequenz schwingt wie die Luftsäule im Inneren dieser Schnecke. Faszinierend, oder? Übrigens heißt diese Schnecke hier Tritonshorn. Und zwar kommt es daher, weil in der griechischen Mythologie der Gott Triton, der Sohn des Poseidon übrigens, in so eine Schnecke reinbläst, um die Meere zu kontrollieren. Na? Waren Sie erfolgreich? Selbstverständlich. Hai gefangen, Hai vermessen, natürlich wieder freigelassen, so wie es das gehört. Und selbst liegen ja immer noch rum. Nein, schon wieder. Ach so? Wir sind schon fertig. Und wie war's? Ich denke doch. Spannend, oder? Na, erzählen Sie mal. Auf dem Meeresgrund liegen ungefähr 3 Millionen Schiffswracks, die eine Art Zeitkapsel darstellen für die Lebensweise der Menschen in der jeweiligen Zeit. Der Meeresboden selbst ist ein sehr vielfältiger Lebensraum für verschiedene Tiere und Pflanzen, dem sogenannten Benthos. Und Vertreter dieses Benthos, die Schnecken und Muscheln, sind ebenfalls außerordentlich vielfältig und erfüllen sowohl eine nützliche Funktion für den Menschen, können aber auch echte Fieslinge sein. Ist es nicht wundervoll, was unser Meer uns so alles an Geschenken bereitet, was es für tolle Geschichten erzählt und an den Strand spült? Insofern meine Frage an euch, was habt ihr da schon alles erlebt? Was hat das Meer euch geschenkt? Sendet uns einen Kommentar über unsere sozialen Medien, E-Mail, Instagram, Facebook, whatever. Wir sind sehr gespannt. Bleibt wie immer schön neugierig, bleibt uns treu, liked unseren Kanal. Bis dann. Tschüss.